So. Morgen, Mahlzeit, meine Freunde. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Risen. Ich habe hier mich verdrückt und habe Schnellladen gemacht. Und insofern muss ich jetzt hier nochmal schnell diese zwei Eintöpfe kochen. Und dann können wir auch zurück in die Vulkanfestung. Das Schwert habe ich eben schon schnell geschmiedet. Mal nicht schlecht. Ich kann ja mal eventuell gucken hier, ob der Don oder irgendwer was für mich zu tun hat. Oder ob ich irgendwas auslösen kann, irgendeine Quest auslösen kann. Hier kann ich wieder 7 kleine Heiltränke machen. Die mache ich auch, weil ich habe eh schon wenig. Gute so. Arbeit. Das sage ich dir. Fincher. Nein, da kann mir auch nichts beibringen. Ja gut, dann halt eben nicht. Dann reisen wir halt eben direkt jetzt zur Vulkanfestung. Wo ist sie? Hier. Ne, warte mal. Ist eigentlich... Ja doch, ne, Vulkanfestung ist kürzer. Oben durch. Vorne durch die Vulkanfestung ist es einfach kürzer. Andere Richtung. So. Und wenn wir dann die 2 Stärke dann noch haben, dann können wir eben auch, wie gesagt, unser scharfes Obsidianschwert ansetzen. Das braucht halt eben 65 Stärke und macht halt eben aber auch 70 Klingenschaden. Das heißt, es macht 12 Schaden mehr als das, was wir jetzt hier haben. Und das Schwert ist schon geil. Und das Geile ist, das ist ein Bastardschwert. Das hier ist ein Zweihänder. Das kann ich noch nicht einhändig tragen. Aber das Bastardschwert kann ich einhändig tragen. Insofern kann ich dann natürlich auch ein Schild benutzen und kann so auch ein bisschen besser kämpfen und blocken vor allen Dingen. Und vor allen Dingen auch gegen diese scheiß komischen Wildschweine oder was das auch immer für Viecher sind. So, aber jetzt hier mal nicht so lange rumgemehrt hier. Gut, vielleicht hilft es mir ja jetzt weiter, wenn ich dem Inquisitor sage, dass ich eine Karte gefunden habe. Ich hoffe, du hast einen Weg gefunden, die Zugbrücke zu öffnen. Nein, aber ich habe eine Karte aller Höhlen. Lass mal sehen. Vielleicht gibt das EP. Das Tor kann man nur von innen öffnen. Wir müssen uns durch die Wand hacken. Hier hast du die Karte wieder. Komm mit. Wie, wir müssen uns durch die Wand hacken? Es gibt Ärger. Gut gemacht. Oh lol. Ich muss mich nicht darum kümmern. Zeit zum Ende. Schön, dass die mich überhaupt nicht mitkriegen hier. Und Level up. Die Biester müssen sterben. Alle. So gut, dann kann ich ja jetzt wieder schnell, weil er kann mich nämlich nicht teachen, glaube ich. Das heißt, ja, ist ja eigentlich wurscht, oder? Ja, ab zum Banditenlager ist ja egal, wohin. Wohin ist egal. Hauptsache jemand, der mir Stärke beibringen kann. Der Rest ist mir völlig wurscht. Ich brauche ja auch nur 2 Punkte. Und den Rest der Stärkepunkte, den Rest der Lernpunkte lasse ich mir auch erstmal offen. Ich konnte sowieso nicht schlafen. So. Danke. 2500 Gold. Oder ich gehe erstmal hier aus der Tür raus. Und wir können das anlegen und das vor allen Dingen noch. Das ist halt auch das Geile dran. So, ab zur Vulkanfestung, wieder zurück. Aber diesmal mit einem Schwert, was die Scheißviecher kennen hier. Nämlich das Obsidianschwert. Vor allen Dingen so stark, so lang ist das gar nicht. Also so eine große Range, wie ich jetzt mit diesem Zweihänder hatte, habe ich jetzt halt eben nicht. Ne, mit diesem Schwert. Das wäre halt geil, wenn ich aus diesem Material auch noch einen Zweihänder fertigen könnte. Das wäre halt richtig fett. Das wäre richtig nice. Aus dem Material noch einen Zweihänder? Na dann gute Nacht, Freunde. Das Ding macht ja 84 Stärke. Schaden oder so. Oder so ähnlich. Dann könnten sich die scheiß Echsenmenschen aber mal warm anziehen. Das könnte man mal, das können wir mal glauben hier. So, auf alle Fälle will er sich jetzt durch die Wand hacken. Ach, den hatte ich noch nicht gelootet hier. Alles klar, dann mache ich das jetzt. Warte mal, gibt's hier wieder irgendwas?
zu sehen? Ja. Ich bin Ursigor, der Verdammte. Dies ist die Festung, die nach meinem Befehl erbaut wurde. Doch nun wurde sie zu meinem Grab. So werde ich mit dem Titan ruhen bis zum Ende aller Tage. Oh Gott. Ursigor ist irgendwo in diesem Tempel begraben. Oh Scheiße, Mann. Worauf wartest du? Ja, halt die Fresse, Mann. Oh, guck mal hier, was Süßes. Steinplatte, Amulett. Oh, nice. Können wir gleich mal hier unser neues Schwert ausprobieren. Hier ist es. Was ist hier? Durch diese Wand müssen wir durch. Das sieht nach einer Menge Arbeit aus. Vince wird sich darum kümmern. Geh zu ihm. Er soll die Wand hier einschlagen. Für dich habe ich eine andere Aufgabe. Natürlich hat er das. Was hast du mit mir vor? Geh und sag Vince, er soll diese Wand... Wir beide kümmern uns um die weiteren Geheimnisse dieser Festung. Gut, machen wir. Wir beide heißt, ich gehe mit ihm zusammen. Jetzt muss ich erstmal Vince finden in dem ganzen Getümmel. Vinci Boy! Vince. Wir sollten hier bleiben. Hier ist eine gute Verteidigungsstellung. Wenn wir uns zu sehr verteilen, sind wir verwundbar. Du sollst zum Inquisitor kommen. Zu Befehl. Nimm deine Spitzhacke mit. Was ist los? Wir müssen eine Wand einschlagen, um in die Krypta zu kommen. Beeil dich, der Inquisitor wartet auf dich. Ich mache mich direkt auf den Weg. Na ja, dann ging ja einfach. Vince wird sich um die Wand kümmern. Gut. So, was ist jetzt mit mir? Was für eine Aufgabe hast du für mich? Komm mit, ich zeige es dir. Ja. Dann bin ich ja mal gespannt. Jetzt geht er am Ende zu diesen Schriftrollen und sagt, ich soll alle Schriftrollen finden, oder was? Ach, nee. Hier, siehst du diese Tür? Willst du die etwa auch einschlagen? Nein, aber ich habe hier diese Büste gefunden. Ich vermute, dass sie uns helfen wird, die Tür zu öffnen. Stell sie auf den Altar und mach dich bereit. Wo ist der Altar? Hier. Wo ist die Büste? Da. So, erster Tod. Gut. Oh, nicht den Inquisitor. Was ist das denn? Ach du Scheiße. Erstmal heilen. Diese Typen, Alter, die sind so krass. Ja, ist doch gut jetzt. Ey. Putz. Was ist denn mit ihm los, Mann? Du hier, Ach, mach doch, was du willst, ist mir doch egal. Ich loot die Typen, du kannst dich auch um den mal kümmern, du kannst auch mal was machen. Gut, der hat hier natürlich die ganzen Typen besiegt, aber es ist mir auch egal. Ja, natürlich, was ist denn mit dir? Ey, ist nicht dein Ernst, Mann. Gibt es noch mehr Wissen über diese Anlage. Bevor wir in die Krypta vorstoßen, müssen wir so viel wie möglich in Erfahrung bringen. Tja, ich lese ja schon die ganze Zeit.
Ich bin Ursigor, Herrscher über die Titanen, und dies ist mein Befehl. Niemand soll die Macht haben, die Titanen zu unterwerfen. Meine Diener sollen seine... Nein, das heißt meine, oder? Ach Mist, die letzten Sätze sind unleserlich. Hier komme ich nicht weiter. Hast du alles gelesen? Ja, hab ich. Ja, aber ich konnte nicht alles entziffern. Dann müssen wir wohl in die Krypta, um herauszufinden, was da steht. Lass uns zu Vince gehen. Jawohl. Wir gehen ihm auch schön so langsam hinterher, wie er es vormacht. Ist ja nicht so, als hätten wir nichts zu tun. Schön gemächlich. Habe ich die hier schon gelesen? Sonst steht hier nur noch Scheiße. Ne? Aber warte mal, ich war doch in den ganzen anderen Dingern war ich doch auch noch nicht drin hier in den ganzen Hütten, oder? Hier ist auch eine Schriftrolle, guck mal. Die habe ich bestimmt noch nicht, oder? Der dunkle Gott gab mir die Macht, die Titanen zu erkennen. Er gab mir die Macht, ihnen gegenüberzutreten. Er gab mir die Macht, sie zu unterwerfen. Und als ich sie unterworfen hatte, bediente ich mich ihrer Kräfte. Sie schufen Materie, wie ich ihnen befahl. Mächtige Werkzeuge für den Kampf, Waffen, um sie alle zu beherrschen. Na gut, dann können wir jetzt zum Druiden gehen und können ihm das so sagen. Dann werden wir ihm mal mitteilen, was wir rausgefunden haben. Oh, hier. Weiter geht's. Mal gucken, was er dazu zu sagen hat. Der Druide. Der Druide Eldrick. Hüpfen, hüpfen, hüpfen. Ich könnte doch auch mal bei dem pennen, das wäre doch ganz geil. Ja. Nice, ich kann bei ihm pennen, das ist sehr gut. Kann ich wieder ein bisschen Leben regenerieren, brauche ich keinen Heiltrank nehmen. Im Vulkan gibt es eine Festungsanlage der Echsen. Ist das alles? Nur eine Festung? Eine Festung ist kein Grund, ein solch mächtiges Tor zu erschaffen und den Eingang zu verschließen. Habt ihr schon die gesamte Festung durchsucht? Nein, wir sind noch dabei. Gut. Halte Augen und Ohren offen. Ich bin mir sicher, dort gibt es mehr als nur eine Festung. Ah, das war's jetzt! Leute, deshalb bin ich jetzt hier hingereist, ne? Naja, das macht ja nichts. Wir müssen es ja eh machen. Ich muss vorsichtig sein mit diesen Heiltränken, mit diesen runden Flaschen. Ich habe da nämlich nur noch 5 Stück von. Muss ich ein bisschen aufpassen und ich will halt auch nicht zu viel Geld ausgeben, weil wie gesagt, ich brauche 5000 für die Rüstung des Hauptmanns und die Hälfte habe ich jetzt endlich mal. Will ich natürlich nicht zu viel Geld ausgeben. Ist jetzt schon fertig, oder was? Bis dann. Wie sieht's aus? Hoffnungslos. Mehr als dieses kleine Loch ist nicht drin. Die Wand ist einfach zu massiv. Was sollen wir machen? Du wirst gehen. Du musst durch dieses Loch und uns die Zugbrücke öffnen. Natürlich. Ich werde die Leute vor dem Tor versammeln. Natürlich muss ich das, Nautilus.
1000 EP. Problem ist, ich komme hier halt auch nicht mehr raus. Außer eben... Ja gut, lieber die Typen hier alleine als zusammen. Sehr schön. So ein Oger wäre halt noch mal geil. Das sind drei da hinten. Hier muss ich wieder so Büsten sammeln. Oh nö. Ja gut, ich meine, drei Echsenpriester, Echsenkrieger, Echsenkrieger Brontok. Och nö. Okay, dann gehe ich erstmal hier lang. Hilfe. Aha. Leck mich am Arsch. Schön blocken, genauso ist es richtig. Das tat weh. Nee, eben nicht. Sehr schön. Ich glaube, ich speichere jetzt nach jeder so eine Echse ab. Also diese Schwärmschläge, die machen schon ganz schön Schaden. Also, ich sag mal, wenn man wirklich alleine gegen die Viecher kämpfen kann, also wenn da nicht noch mehr drumherum steht, so wie da, da sind es nämlich schon wieder zwei, wenn nicht sogar noch mehr. Untoter Krieger. Ich meine, ich mache ja nun mittlerweile schon gar nichts anderes mehr als diese starken Schläge. Es ist ja einfach so. Die sind halt einfach klasse. Man kann sie halt auch wirklich gut einbauen. Einfach ein bisschen zurückziehen wieder. Haben wir nämlich den ersten schon. Haben wir den zweiten schon. Wieso kommt der auch noch? Wieso kommen jetzt hier so viele? Was ist das? Was soll das werden? Ich muss hier raus. Ich muss ganz einfach hier raus. Und einen Heiltrank nehmen. Noch einen. Sehr schön. So muss das sein. Und wieder einer. Vorsicht. Das tat weh. Und Feuer. Nein. Gibt's nicht. Das gibt's doch gar nicht, Mann. Wieso sind manche so schwierig? Ich kann vor allen Dingen auch so schnell kann ich gar nicht blocken, ne? Oh, was ist das denn? Das sind Torwächter. Ist ja kein Wunder, dass der so gut ist. Gottes Willen, da ist ein Ghoul. Habt ihr das gesehen? Der hat mich noch nicht angegriffen. Schön. Sehr gut. So, jetzt habe ich hier einen Schlüssel.
Was zum Teufel? Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, lol! Two-Hit! Das Vieh wollte einfach nur was essen und seine Beute verteidigen, so wie es aussieht. Ja, aber nicht mit dem Papa. Ja, nice. Wir haben jetzt hier einen Schlüssel. Hier, das Ding ist jetzt auch frei. Das heißt, wir können hier gucken, ob es hier irgendwas gibt. Aber, Freunde, da wir jetzt hier gerade eh Ruhe haben, mache ich hier einen Cut. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Mal gucken, was da hinten so gibt. Also, bis dahin. Macht's gut. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Euer Hillmann.